Hallo und willkommen bei Pretty Old Pixel. Mein Name ist Dirk und wir spielen heute wieder Mega Man 3. Wir haben beim letzten Mal Top Man bezwungen und den ganzen Rest der Robotergegner auch. Das heißt, wir haben nur noch Shadow Man auf der Liste. Und Shadow Man ist auch tatsächlich anfällig für den Topspin, die Waffe von Top Man, die wir bekommen haben. Allerdings so wirklich gut geht das damit nicht. Aber das sehen wir dann gleich am Ende des Levels. Der Shadow Man Level selber ist sehr schön gelungen. Also nachdem der Top Man Level beim letzten Mal schon ein sehr guter, sehr schön Design war, gute Musik hatte, schöne Grafik, setzt der hier glaube ich noch so fast mal noch einen drauf. Oder sitzt zumindest auf demselben Level. Hier ist auch mal der Wasserfall im Hintergrund. Ist nicht so schlimm wie Mega Man 2 noch. Also für Selma. Der bekommt hier dann keinen Kotzreiz. Hoffe ich mal. Auch sonst hier die Level-Elemente mit diese schwarzen Gefäße mit der Flüssigkeit da drin, das sieht alles sehr schön aus. Wir springen natürlich wieder voll in den Frosch rein. Neue Gegner gibt es hier glaube ich nicht, außer ich glaube im späteren Levelverlauf kommen noch so Gegner mit dem Fallschirm. Ich glaube, die gibt es nur hier. Erstmal haben wir jedenfalls wieder unsere Pfeife. Proto Man fordert uns wieder zu einem Training auf, bei dem wir nur verlieren können. Also selbst wenn er uns nicht trifft, haben wir Zeit verloren. Die Gegner sind auch keine große Gefahr, aber jetzt gibt noch einen Gegner, der hier das Licht ausmacht. Was wir mit der Magnet Missile wieder anschalten können. Und ja, nicht immer müssen, aber ist halt schöner, wenn man was sieht. Die hat Granaten hier. Das finde ich so ein bisschen schade, dass die nirgendwo anders vorkommen. Da hätte man echt was draus machen können, weil die sind... das ist ein super Gegner. So, Suizid stürmt auf einen zu und explodiert. Tja. Leider gibt's sie nur selten. Oder vielleicht auch nur hier. Ich weiß es nicht mehr. Die hätte man echt noch häufiger einsetzen können. Tja, Waffenenergie auffüllen. Na ja, gut, komm. Dafür hat es sich ein bisschen gelohnt, für den Rest nicht. Kam doch gerade noch frisch, oder? Jo. Ja, noch einer. Moment, Magnetrakete, genau. Können wir schön gebrauchen hier an dieser Stelle, weil jetzt ja sehr viele Gegner mit Fallschirm von oben runterkommen. Und das ist relativ einfach, da durchzukommen, wenn man die einfach so, ja, gleich im Flug erwischt. Wenn die erstmal am Fallschirm hängen, fangen sie noch an zu pendeln und dann kann man ihnen sehr schlecht ausweichen. Das ist so einfacher. Und damit hätten wir es auch schon bis zu Shadow Man geschafft. So, wir haben den Topspin. Sieht toll aus. Wie gesagt, er kann nicht schießen, wir können nur diese tolle Wirbelbewegung in der Luft machen. Also müssen springen, dann wirbeln. Und wenn wir so wirbelnd in den Gegner springen, dann nimmt er Schaden. Und die Waffe zählt Energie runter. Problem dabei ist, wenn wir ihn mit dem Erstkontakt treffen, nimmt er Schaden. Wenn wir nicht schnell genug den Knopf loslassen, dann wirbeln wir weiter. Und da er ja, nachdem er das erste Mal getroffen wurde, für einen kurzen Moment unverwundbar ist, zieht er uns dann die gesamte Waffenenergie leer, ohne davon getroffen worden zu sein. Das ist blöd. Also müssen wir da sehr gut ranspringen, einmal nur ganz kurz die Taste drücken. Wenn wir das länger gedrückt halten, ist die Waffe komplett sinnfrei. Und wie das bei so schön sinnfreien Waffen ist, die wird natürlich noch eine ganz wichtige Rolle im späteren Spielverlauf spielen. Ja, das hat zumindest gerade schon mal gar nicht geklappt. Das hat jetzt so gerade geklappt, also Gott sei Dank, weil sonst hätten wir noch mit der normalen Waffe weitermachen müssen. Man sieht, wir sind nur einmal kurz an ihn gesprungen, haben natürlich Schaden genommen und die Waffenanzeige ist fast komplett runtergewirbelt. Und den Schaden, den er genommen hat, das war jetzt mehr so Zufall. Also mal fast gar keinen. Und jetzt zum Schluss gerade war dann sehr schnell weg. Wir bekommen das Rush Marine, das U-Boot. Und werden ohne Safe-Bildschirm, ohne Passwort-Bildschirm zurückgeworfen. Nun, nachdem wir jetzt die ersten 8 Gegner besiegt haben, stehen jetzt hier 4 neue. Die alle gleich aussehen. Die werden wir jetzt aber nicht anfangen, das lassen wir uns für das nächste Mal. Bis dahin!